Elfmeter-Witz beim Spiel um den Oberliga-Aufstieg in Südtirol. Beim Stand von 4:4 tritt Michael Palmer vom ASV Tramin an und setzt den Ball gegen die Latte. Loris Angeli ist außer sich vor Glück. Der Torwart von Drô Calcio stürmt aus seinem Kasten. Palmer hingegen kann es nicht fassen. Beide bemerken allerdings nicht, dass der Ball noch im Spiel ist und ganz langsam und allmählich doch noch den Weg ins Tor findet. Die Schiedsrichter gegen den Treffer.